Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Jasmin und ich genießen gerade den Ausblick. Ja. Denn Jasmin muss sich ein bisschen entspannen, denn die hat ein bisschen Stress gehabt eben gerade. Die hat nämlich gefühlt eine Stunde versucht, in das Spiel zu kommen. Ja, ey. Und in der Zeit habe ich ein bisschen Stein geborstet. Das war echt ein bisschen nervig. Und ein bisschen Holz. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Länger als gedacht. Aber gut, ist nun mal so. Wir haben ja jetzt fast Nacht, ne? Oh, nee. Ja, Nacht heißt, wird gebaut. Bin ich. Ja, aber was soll ich denn bauen? Ich habe ja kaum was. Vorzugsweise. Ich habe ja schon fast alles wieder hier verballert für mein Hals. Nur Stein. Weil sie es ja kaputt gemacht haben. Ja. Die Schlawiner. Die Banditen, die... Die Banditen. Na. Die trocknen die. Na. Wofür brauchte ich hier Lehm? Wieso habe ich da Lehm reingeschmissen? Ich nehme es erstmal wieder raus. So, was können wir denn... Oben in der Kiste war nichts weiter. Wir haben jetzt noch ein bisschen Brechsand. Bisschen Stein, aber kein Zement, ne? Clemens. Clemens. Wir brauchen noch etwas Zements. Ich kann nicht wirklich viel machen, das nervt mich. Oh. Ja, oh. Hier ist gar kein Zements. Aber... Ich hab den nicht genommen, falls was ist. Nee. Ich hab Stein ausgelagert. Ich wollte ja noch die Chemie. Warte mal, Chemisetation. Ah, er ist schon wieder dumm, ey. Chemisetation wollte ich bauen. Bau mal Chemisetation. Ich kann das gar nicht so falsch sagen. Wie, was war daran falsch? Ich brauche 30 Kohle. Boah, Junge, das ist auch wieder teuer hier. Kein Schießpulver mehr, oh, wow. So, 30 Rohr und 5x Säure. 1, 2, 3, 4, 5. Und 3 Kochtopf. Meinst du, es heißt Kochtopf? Wieso ist denn das schon wieder rot am Himmel? Nee, ich war jetzt bei Kopf. Wenn du den Blutrund verkackt hast, kommt den Abend danach noch einer. Du Laberkopf, ey. Was? Genau. Bist nicht mal fertig mit Aufbauen und genau, Patrick. Wäre aber cool. Hier, bitteschön, ihr Losers. Zweite Chance. So, unten wird jetzt eine Chemisetation gebaut. Ne? In der Werkbank. Nur, dass du Bescheid wisst, ne? Ja, okay. Könnte ich in der Zeit Rohgerüst weiterbauen? Weil hier schmilzt ein, da schmilzt ein. Pflasterstein könnte ich noch machen. So. Pflastersteine. 1006. Und dann könnten wir noch ein paar Baublöcke herstellen. Was wäre denn Max? Das ist zu viel. 200 erstmal. Nein! Das schaut doch schon besser aus. Das schaut besser aus. Jasmin.
Meinst du, die Fläche könnte zu groß sein? Dass ich hier noch... Obwohl, ich könnte ja mit den Kisten abstützen eigentlich, ne? Jasmin? Ja? Meinst du, die Fläche könnte zu groß sein? Ich verstehe die nicht mehr, Mengen. Ja, ob die Fläche groß sein könnte. Das ist voll ätzend mit dieser blöden Werkbank unten. Jetzt muss ich für Zement runter, ich will nicht. Ich muss hier die ganze Zeit hoch runterlatschen, das ist voll anstrengend. So. Oh, was ist denn hier los? Was denn? Was wollen die hier? Wer? Die Besucher draußen. Welche? Haben sich noch keine angekündigt für heute, oder? Warte, ich guck mal kurz ins Gästebuch. Nee, steht keiner drin. Der Bus für die war auch nicht eingeplant. Ah doch, Herr Boden wollte kommen. Herr wer? Herr Boden. Herr Boden? Ja, Lehm mit Vornamen. Boden. Lehm Boden. Lehm Boden. Der wollte sich das ganze Konstrukt hier mal anschauen. Na, den FFN sag ich da nur, wa? So. Ja, komm mal her, Schätzchen. Ja, und fall mal runter, genau. Sehe ich gut. Sind die alle an der Treppe? Komm jetzt, ja. Ah, das war's schon mit meinem Beton? Ach, das ist ja doof. Ist die Treppe jetzt besser? Jo, der fällt viel eher runter. Und die versuchen das auch nicht kaputt zu machen. Ja, warte, ich komm mal gucken. Bring sie noch nicht um. Ja, doch. Ich da, guck, die mal, fallen. Ja, ja, ich komm mal von oben gucken. Fehl eher runter first. Und die... versuchen auch nicht alles kaputt zu machen. Kannst du einmal laufen lassen? Na gut, die Dicke, die ist jetzt dezent weit gekommen, aber... Die ist ganz schön sportlich, ne? Die fallen aber eher um. Die ist ganz schön sportlich hier. Ah, nicht schlecht. Das kann ich nicht. Das ist ja nicht schlimm. Also nix, also... Weltbewegendes. Ja, genau, das meinte ich damit. Wieso? Welches Recht hast du für die Welt zu sprechen? So einiges an Recht. Ich werde da mal die Redaktion anschreiben. Und fragen, ob das stimmt, was du so von dir gibst. Ja, stimmt alles, was ich sage. Rezepte. So. Rezepte? Hä? Schweinzepte. Also, hä, bin ich jetzt dumm? Du sei ruhig. Ja, ich wollte gerade sagen, eine Diskussion darüber steht gar nicht zu dir. Ach, ich kann ja immer... wieso kann ich denn kein... Ach nee, das ist das, hä? Hä? Was denn? Irgendwie doof gerade? Wieso, was hast du denn? Wo stelle ich denn Zement her? Zement in eine Schmiede. Oh, ich Dulli, ey. Ach, du Dummerchen. Und ich denke immer, ich muss runtergehen. Ach, du kleiner Schusselig, du. Zur Werkbank und keiner sagt was, als ich das eben erwähnt habe. Was denn? Ich habe gerade gesagt, das ist ja doof, dass ich immer fürs Zement machen. Ach so, ja, ich dachte, du gehst unten an die Schmiede, aber da ist kein Stein mehr drin. Hä, warum kann ich die jetzt nicht herstellen? Ach so. Oh. Ja? Ich muss das ja in die Schmiede packen. Ich bin zu dumm heute, ey. Brauchst gar nicht so doof in die Kamera gucken. Hab ich nicht. Ich hab deine Augenrollen gehört. Bitte was? Mit dieser Leere in meinem Kopf ist einfach nichts anzufangen. So, hier geht's ja dann noch höher, ne? Jasmin? Hast du da wieder heimlich Kanicke gequält? Nein. Bist du dir sicher?
Da hat nämlich eins gerade bestialisch geschrien. Bestialisch. Hast du draußen wieder illegale Tierfallen aufgestellt? Wieso wieder, vor allem? Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Was? Ja, Fallen aufgestellt. Hä, hey, und was war, was illegal. Was war neulich? Was? Ja, du warst doch da im Wald extra hingegangen. Ja, vor allen Dingen, dein Satzbau war gerade richtig gut. Dankeschön. So was von falsch kann man gar nicht reden, ey. Dankeschön, ich habe Grammatik auch studiert. Merke ich. Was? Musst du aber ganz woanders sitzen, wenn du studiert hast. Nicht im Bundestag. Da kommen noch die ganz Schlauen hin. Hä? Ich dachte, da kommen die Schulabbrecher hin. Ich dachte, im Bundestag sitzen die Leute, wo der Lehrer früher gesagt hat, aus dir wird später nie was. Ja, und wir da. Sie hatten recht. Ja. Ich meine, deren Verdienst ist besser als meiner, aber... Ja. Ich weiß ja nicht. Ist auch das Einzige. Dafür leben die ganz schön gefährlich. Boah, da haben wir doch Personenschutz und alles. Ja. Auch da wird vielleicht irgendwann mal kritisch. Meinst du? Vielleicht. So gibt genug Kranke auf dieser Welt. Quatsch, Jasmin, bitte. Wir sind auf der Erde. Ja, richtig. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern, welche Erde das hier eigentlich ist. Also, ja, welche Erde schon, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer dieser Planet hat. Also diese Dimension. Meinst du das jetzt ernst, oder? Ja, haben sie in Avengers erläutert. Oh. Bildung, Fernsehen. Warum frage ich eigentlich? Immer wieder frage ich es. Weißt du, was ich denke, wie sie das festgestellt haben mit der Erderwärmung? Ey. Weil angeblich gibt es ja schon Beweise dafür, ne? Mhm. Und ich denke, die Studien werden in einer Küche durchgeführt. Man nehme ein Stück Erde, schmeiße die im Backofen, halt, dreht auf 180 Grad und hält das Thermometer drauf. Ja. Ja, guck dir die Erderwärmung an. Als ich die Erde reingelegt habe, hat die noch 10 Grad. Weißt du, was auch geil war? Ich. Wo sind die Frau B., die nicht reden kann? Ja. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Nee, ist auch besser so, die zeigt dich an. Ja, ja, soll sie mal. Ein Interview gegeben hat und dann gesagt hat, sie ist, ich glaube, mit Bus oder S-Bahn oder irgendwie was gekommen. Sie war aber um eine Ecke. Sie wollte aber nicht laufen, weil sie keine Lust auf Schweißflecken hatte. Ja, ja, das habe ich gesehen. Lässt du dir doch an den Kopf und denkst, will die mich jetzt verarschen? Ich fand das viel besser. Die hat ein Interview gehabt. Nicht ein Interview, sondern so ein Treffen irgendwo. Und dann ging es darum, wegen Feminismus. Und dann angeblich bekommt sie immer so Aussagen wie, sie haben die ganze Schönheit hier mit reingebracht. Und weißt du, was ihre Antwort denn darauf ist? Die Intelligenz scheinbar auch. Ja. Ist das nicht schön, wenn man selbst so wichtigen Meetings Humor einfach mitnimmt? Die sind so doof, die merken noch nicht mal, wie doof sie sind. Das ist das Geile. Ich glaube, das sollte Sympathie auslösen, weil es humorvoll war. Es war ja lustig. Nee. Ich hab selten die so gelacht. Die meinte das ernst. Ja, die und sie meinte es ernst. Ja. Ja. Ach, hier ist alles leer. L-E-A. Lea. 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 Wo soll ich dir denn die Chemiestation eigentlich hinknöbeln? Oh, kannst du eine bauen? Ist schon in eine Werkbank. Wie ich bereits erwähnt habe, du weißt schon so vor einer Viertelstunde. Unten, da, warte. Ne, die ist noch nicht fertig. Ja, ich kann dir das doch trotzdem zeigen, wohin oder nicht. Ich bin schon auf der Hängetreppe, also... In der Hängetreppe? Hahaha, lustig. Den hast du weg. Sehr. Kannst du hier hinstellen. Wo? Hier oben. Das sehe ich von hier unten noch nicht. Du hast gesagt unten. Ja, nein, ich habe gesagt oben. Hier.
Okay. Bitte, danke. Warum hier, wenn die Werkbank unten ist? Da musst du wieder hoch und runter laufen. Ja, dann stell sie doch nach unten. Wohin? Das ragt doch nicht blöd. Mach doch einfach. Wenn ich sage, wohin, dann sagst du wieder, stell sie doch dahin. Da unten ist also, der Platz. Ich pack die oben hin. Die Taschen voll. Du, da ist doch noch Platz. Na gut, dann packe ich sie doch unten hin. Macht auch mehr Sinn. Das war eine gute Idee von dir. Jetzt hin? Mach doch mal die Tür zu, ey. Es zieht. Ich möchte meinen Namen ändern lassen. Immer wenn ich ans Telefon gehe und sage, hier zieht's, sagen die anderen Leute, dann machen sie doch die Tür zu. Oh. Er war so flach, du. Was? Wasch. Bär. Bär. Bauch. Bauch. Was? Zwar ist nass. Oh, mir ist kalt. Aha. Regnet das? Jo. Nein. Nein. Ist ja wie aktuell, was? Da kommt auch ganz schön viel Wasser von oben. Das ist kein Wasser. Die Trockenperiode. Was ist das? Das ist die Trockenperiode. Mhm. Oh. Haben wir noch Bäume im Bestand? Mich fleucht, mein Holz ist alle gegangen. Dum, die, dum. Da 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 da. So, Jasmin. Ja, Patrick. Wollen wir denn jetzt auf Tour gehen oder? Aua. Ah. Ein bisschen Looty. Jedes Mal, wenn ich mit dir auf Tour gehe, nachts sterbe ich. Und dann kriege ich schlechte Laune. Überlebt doch einfach. Wenn ich das, also wenn ich das aufregt zu sterben, dann... Würde ich ja gerne, aber es geht immer nicht, weil die so schnell sind. Ich finde, du hast einen ziemlich guten Touristenguide erwischt. Du haust ja immer ab. Der zeigt dir die schönsten Orte. Demnächst halte ich immer so einen Zettel hoch. Zusammenbleiben, bitte. Immer dem Zettel folgen. Mhm. Aha. Ist das so? Ist das so? Kick by change. So und so. Also Baumaterial, da kannst du noch und nöcher sammeln, ne? Bin ich geistig, mental, physisch und psychisch in der Lage, eine Kettensäge zu... Nein. Bist okay. Du nicht. Nö. Ich bin dumm. Das wissen wir alle. Aua, Jasmin. Das tut mir weh. Die Leere in meinem Kopf, die drückt so. So. Aber das Gute ist jetzt, durch die Stufe 6 Axt und den Skill von Hauptader und Co. Ich zumindest ordentlich Holz auf dem Baum. Nenn mich der Biber. Biber, putze Mann. Ich weiß immer nicht, ob die Bauphasen immer zu ruhig sind. Wir brauchen guten Gesprächsstoff. Du quatschst doch die ganze Zeit. Ja, aber mit Blödsinn. Ja und? Kennt man ja nicht anders. Ja, Standard für dich, aber... Ja, die Leute kenne ich auch. Was? Guck mal, mich langweilt nur noch. Das kommt für jeden jetzt total überraschend, dass ich hier Schabernack erzähle. Schabernack, oh Gott. Ja, Jasmin. In meiner Jugend war das ein... Wie sagt ihr Kids heute?
Ein hippes Wort. Ihr Kids heute. Aha. Ich lach mich schlapp. So alt wie du will ich noch mal werden. Ja, wirst du doch. Ja, nächstes Jahr. Ja. Ich freue mich schon irgendwie richtig darauf, wenn ich mal so ein richtig alter Sack bin. Weil? Ich denn die ganzen jungen Leute voll labern kann und immer Vergleiche zu früher aufstellen darf. Aber da freust du dich nicht drauf, wenn du älter wirst. Du hast ein richtiges Problem damit. Nein, ich meine die Situation. Stell mal vor, ich im Altenheim. Hm. Ja? Mit dem Quatsch, der jetzt schon aus meinem geistigen Dünnschiss entsteht. Hm. Ja? Und das Ganze jetzt nochmal geistig verwirrt. Hm. Ja, das geht ja nicht viel, ne? Und dann, ja, nö. Und dann kann ich die jungen, und dann kann ich die jungen Leute, die denn da arbeiten, also die, die 78-jährige Jolene, ja, die mich dann pflegen muss im Altenheim, die kann, der kann ich dann erzählen, wie das alles früher war. Das reicht erstmal mit Holz. Den einen Busch hier noch und dann. Aha! Drücke die Taste G. Jasmin, drück mal G. Warum? Auf die Tastatur. Warum? Guck mal, was denn cooles passiert. Was, ja, nix. Was dein Typ für einen Move macht. Nee, der schmeißt das weg. Ich bin ja nicht doof. Du konntest dich dran erinnern, ja? Ja. Schade. So. Stell dir vor, ich habe schon die erste Decke fast fertig. Super. Ja, ne? Aber weißt du, was mich ein bisschen ärgert? Ich habe hier gar keinen Platz für eine Treppe gelassen. Hm. Wenn das alles Lager wird. Ja gut, ich kann ja hier theoretisch hier hinter. Und dann da nochmal ausbauen dahinter. Und hier? Ich glaube, ich setze hier noch ein, so eine kleine Treppe hier in der Ecke. Also da die Wand nochmal eine Tür rein. Ich denke, das könnte ganz geil aussehen. Und praktisch sein. So hoch und runter. Müsste ja eigentlich überall rankommen, ne? So. Ich denke, wenn ich von oben den Rand aufwerte und von hier in drinne, dann sollte das eigentlich passen. Ich passe, Jasmin. So. Da war ich schon. Die Nagelschusspistole ist so genial. Das geht so gut damit, das Aufwerten.
Jasmin, mir ist hier im Mittagessen reingelaufen. Mittag? Ja, in meine Basis. Wo ist es hin? In meine Basis. Hä? Das kann doch nicht weg sein. Ja, ich bin Patrick und bin wieder zu blöd. Hä? Nein, das ist hier runtergesprungen. Ist richtig. Kommt das nicht hoch, ne? Hä? Okay, das Hühnchen ist weg. Oh, da hast du einmal wilden Besuch in der Bude, ne? Was machst du da bloß für ein Blödsinn, ey? Wer? Na du! Wieso? Wen sonst? Vergiss es einfach. Ach, herrlich. Gut, Beton haben wir noch nicht. Ich glaube, das mache ich von oben, oder? Die Decke. Oh, Jasmin. Du musst doch rüberkommen. Nein. Du musst dir angucken, was ich hier gemacht habe. Ich muss hier erstmal meine Sachen anpflanzen, ne? Ich habe kein Pflasterstein mehr. Jasmin, hast du noch ein bisschen Lehm für mich, du? Nö, für dich nicht. Klopf, klopf, frag mal, wer hier ist. Du, ich bediene mich mal, ne? Ich weiß ja, wo alles steht. Pflastersteine. 1209. Ich käme dahin. So. Das haben wir, das muss noch. Kann ich ja doch die Decke machen, so lange. Was machst du gerade? Ich habe gerade meine Sachen angebaut. Samen. Und jetzt habe ich geguckt, was ich noch habe an Samen. Ja. Und jetzt gehe ich gleich los. Wohin? Weg. Zu mir? Wollt ihr hier jetzt doch einmal reinschneiden? Oh. Das ist manchmal mein Mic. Ja. Oh, jetzt komme ich hier wegen der Kiste nicht hin. Oh, ich mache das fantastisch. Ah, man hätte die ganze Bauchfläche noch freilassen sollen hier. Du drehst und wendest dich hin und her, ne? Ich nicht. Nee, ich. Mann! Das gibt's doch nicht. Wie viel verbraucht man denn hier am Beton, ey? Beton. 10 pro Block. Ja, das gibt's doch nicht. Ja.
Jasmin. Ich denke, so im Großen und Ganzen ist das gar nicht schlecht hier. Von der Größe. Meinst du? Hier kommen noch beschriftete Kisten hin und hier auch, bis an die Decke. Ja. Mhm. Oh. Denn hier was war das? Was war das? Ist da einer reingelaufen oder hast du was abgebaut? Nee, ich war das nicht. Dann ist hier irgendwas in der Dings gelaufen. Oh, ey, hier kriegst du ja nischt raus, ey, nischt. Das Hühnchen! Das Hühnchen? Das Hühnchen, es hat deine Stachelfallen kaputt gemacht. Oh, ist ja eine Frechheit, ist das ja. Ich hab's mal repariert für dich. Na, das ist aber sozial. Ja, ne? Ich kriege von dir jetzt 880 Holz. Nein. Was? Wie nein? Nicht. Warum nicht? Nein. Aber ja, ja, heile gemacht. Das ist die Rache dafür, dass du dein Portemonnaie ständig nicht mitnimmst und wenn du es mit hast, deine Karte nicht mit hast. Das war nicht meine Schuld. Doch, es ist immer irgendwas. Letztes Mal hattest du das Portemonnaie nicht mit und diesmal hattest du das Portemonnaie mit, aber kein Geld, deine Karte nicht. Das ist ja nicht meine Schuld. Doch, weil es immer so ist. Du vergisst immer irgendwas. Ja, aber... Wer rechnet denn damit, dass die Karte nicht in meinem Portemonnaie ist, wo sie ja hingehört? Ich, weil du sie jedes Mal in deiner blöden Motorradjacke lässt. Nein. Au doch. Nein. Sowas mache ich nicht, Jasmin. Ja, doch, Patrick. Aber zur Entschädigung, ne? Das nächste Wasser geht auf mich. Wasser kostet doch nichts. Ja, hole ich auch denn selber. Toll! Badezimmer, Waschbecken. Ah. In eine Kneipe auf Toilette. In eine Kneipe. In eine Kneipe. Auf Toilette. Auf dem Bissoir. So. Es ist auch hier fertig. Oh, gut zu essen haben wir ja, ey. Da bin ich doch zuvorkommt. Ich könnte ja auch Wasser aus dem Dixie nehmen. Das sieht denn aus wie diese. Ja, komm, halt ein Power Raid Flaschen. Ja, will keiner hören, ey. Hast du das früher getrunken, diese blauen Flaschen da? Ja, jetzt nicht mehr. Danke dafür. Ja, gerne, gerne. Für mehr kulinarische Tipps folgt mir auf Instagram. Wo? Das will, glaube ich, keiner. Ist auch nicht sehr spannend. Eine Blume, ein verbrannter Traktor und ich beim Met quetschen. Met? Met, Met. Met, Met. Alois, komm. Der letzte Block hier. Oh, endlich. So. Ich hab keine Kartoffel mehr, nur eine Kartoffel. Das ist schlecht. Das ist very, very schlecht. Ja, das ist jetzt nicht so schön, wie es hätte sein können, ne? Ich bin ja nichts anderes hier wohnt, ne? Wenn ich hier aber diese Treppe hinsetze, könnte die als Weg gehen für die Zombies nach oben? Mit wem redest du? Mit mir. Angenommen, wir würden jetzt hier eine Treppe hinmachen. So, einmal so zack, dann so eine Zwischenetage und dann wieder zurück. Würden Zombies sagen, oh, ja, da kann ich auch hoch. Ja, Jasmin, was sagst du denn dazu? Ich hab dir nicht zugehört, weil ich mich hier gerade selber konzentrieren muss. Als bauarchitektonisches Wunder. Die Dings ist noch nicht fertig, die hier. Oh, Chemiestation, ne? Müsste eigentlich schon. Pepe. Verdammt. Geh weg.
Ja, muss man nachladen. Hast du keine Munition mehr, wa? Was ist das hier, jo? Geh mal weg, Alter. Oh, die sieht ja schick aus, wa? Ja, geh mal weg. Ich hab mal deinen Kopf repariert, da war eine Schraube locker. Methan, oha. Ach, Scheiße, deswegen. Ich brauch noch ein bisschen mehr Water eigentlich. Rätseln! Du alte Naschkatze. Blackstrap Coffee. Kann man nicht ganz lesen, aber muss mal wieder geputzt werden. Cool. Das sieht auch geil aus, ne? Aber die macht keine Geräusche wie die letztes Mal. Nein. Mach die nicht. Nein. 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 Warum redest du so komisch? Nein. Nein. Nee, macht sie nicht. Bist du sicher? Ach komm, Alter. Drück mal G. Komm mal her. So, ich gehe jetzt hier gleich wandern. Gehst du gleich auf Tour? Ein bisschen wollte ich eigentlich, ein bisschen, ja. Ja, komm ich falls du es nicht verstanden hast, ein bisschen. Ein bisschen? Also ein wenig, ja? Du gehst jetzt ein wenig auf Tour? Mhm. Weil dann komme ich gleich ein wenig mit. Ja, muss das sein. Wie lange spielen wir denn schon? Ach, du und die Zeit immer das. Ja, du sagst es. Ja, gut. Dann eben nicht. So. Hier willst du noch schnell einmal rüberkommen? Sehe ich so aus? So schon gar nicht, ja, Herr Willis? Was habe ich denn jetzt hier alles? Das, das. Das. Okay, das brauche ich alles. Habe ich auch, Ach, egal. Komm, ich will dir einmal zeigen, wie weit die schon sind. Mein Gott, bleib doch mal ruhig. Ganz geschmeidig. Na, weiter bist du noch nicht? Guck mal, hier ist bis jetzt der Eingang. Ey, das ist doppelter Betonboden, Jasmin. Doppelt. Das ist ja nix. Und darunter noch gedämmt mit Fußbodenheizung. Kann man hier auch irgendwie nach oben gehen? Noch nicht. Aber kann man denn, ne? Ja, später schon. Ich fühle mich sonst so ein bisschen. Was ist das jetzt hier? Oh Gott. Da geht's dann runter. Ja, das sehe ich selber. Der sieht doch schon ganz schick aus. Vom Platz her ist geil, oder? Ja. Und dann will ich hier so, wie die Dreier hier sind, bis an der Decke hoch Kisten. Auf beiden Seiten. Und die hinterste Wand hier. Na denn, FFN. Oder ich setze hier... Alter. Da und hier und da eine Säule. Dann könnte ich quasi hier auch noch Kisten setzen. Ich würde auf eine, zwei verzichten und könnte hier setzen zwei. Ach, das ist ja doof. Ja, nee, das haut das nicht so hin. Gut, dann mache ich meine Taschen leer und dann gehen wir auf Tour, oder what? Jo. Geil. Jo. So, pass auf, dann schmeißen wir das einmal hier in... Jo. Was habe ich hier? Chemiestation? Jo. So. So, so, so. Da kommt ein Gockel. Das kann ich gleich mit runternehmen. Was war das? Ein Huhn. Hat das geschossen? Ja, das hat mich angeschossen. Ach du Scheiße. Ja. Das war so ein Rambo-Huhn. Ey. Wo
würde doch gerne mal hier irgendwie in so ein Haus, wo wir noch nicht so oft waren, ey. Das war gerade so dumm, das konnte ich nicht mal mehr vertiefen, das Thema. Fand ich aber lustig. Habe ich gehört, wie du gelacht hast? Haha. Nein, niemand hat das gehört. Du hast keine Beweise, Jasmin. Ich habe Blei vergessen, unten rauszulegen. Ist der doof. Ist das ein Idiot, ey. So. Und zu guter Letzt. Cool. Keine andere Anordnung gehabt, aber jetzt zu spät. Ich brauche noch. Ne, brauche ich nicht, habe ich ja. Noch mal ein bisschen Munition. So. Alles klärchen, dann würde ich sagen, nächste Runde wird wieder ein bisschen spannender für euch. Diesmal war ja ein bisschen sehr ruhig. Bauphase, ne? Aber Jasmin, die kann ja immer ganz gut Mist erzählen. Da kommt ja ein Haufen Durchfall raus. Die Bude stinkt schon, aber... Das geht schon, ne? Auf was schießt die denn? Ich kümmere mich mal hier gerade um... Auf Zombies! Was soll ich hier sonst schießen? Gibt's hier welche? Hä? Sag mal, bist du... Das da? Warte. Kannst du mal dein Licht an- und ausmachen mit F? Ein Licht? Das bist echt du. Wo bist du denn? Ja, bei dir an der Basis. Gib Mausezeichen. S. O. S. Will ich nicht. Ist ja auch wurscht. Was? Gegebenenfalls hat hier wer geschrien. So. Okay. Die habe ich. Das heißt, ich gehe jetzt gleich rauf drauf hier, oder nee, was? Bleib doch weg, bleib doch weg. Da ist noch eine Schreierin auf der Straße. Aber die habe ich. Sie? Ja, die habe ich. Und die andere hat noch nicht geschrien. Ja, okay. Doch, hat sie. Scheiße. Echt? Oh nein, die sind schon wieder in deiner Basis. In? Ja, wir sind denn da unten reingekommen? Du laberst Scheiße, Alter. Du schießt nicht immer mehr. Ja, weil die unten drinne sind. Nee, ich kann von hier oben nicht auf die schießen. Du laberst Scheiße. Du lügst. Ich weiß, wann du lügst. Mich kannst du nicht veräppeln. Doch. Nee. Alter, ich bin hier in Sicherheit. Mach mal. Warte, wir haben... Hier nur ein. Ja, das war's schon, ne? Ich bin hier in dieser Gasstation. Chili Vanilli. So, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.